Moin, moin, herzlich willkommen, liebe Leute auf YouTube. Danke fürs Einschalten, gerne ein Like da lassen, vielen Dank für den Support. Und schön, dass ihr auf Twitch noch am Start seid. Letzte Folge für heute Donnerstagabend. Überlegt jetzt gerade, ich habe immer noch nicht so mein Parkplatzsystem mir überlegt, wie ich hier am besten den Hof mit Parkplätzen versorgen sollte, könnte, müsste, was Sinn macht. Also meine erste Überlegung war natürlich schon, irgendwie hier reinzufahren und dann hier irgendwo Parkplätze aufzubauen. Andere Idee war mal, von der Hofsilo-Route abzuzweigen. Sprich, wir kommen ja immer klassisch gesehen hier erstmal irgendwie rein. Könnte man auch vorstellen, man fährt dann eben hier weiter geradeaus. Hält auch links ein bisschen Abstand, weil dann da noch eine Fahrzeughalle hin könnte. Und eiert dann hier irgendwo rum. Und würde hier so einen Parkplatz aufbauen. Oder? Wie habt ihr das so gemacht? Wären schon Parkplätze am Hof? Wahrscheinlich jeder, oder? Nur ich nicht. Nur ich nicht. Versuch das einfach mal. Also als ersten Versuch. Also wir haben ja eh die gelben Punkte, ne? Das sind ja diese Mehrfachpunkte. Das heißt, die verbrauchen mehr Wegstrecke in der Berechnung und werden nicht als Abkürzung oder so genutzt. So, warte mal. Wenn ich jetzt zu dem Punkt gehe, sage Record. So, dann muss ich die beiden gleich noch wieder miteinander schön connecten. Das ist also mit dem. So. Ein bisschen knapp vielleicht sogar, wenn ich jetzt überlege, dass ich gleich da drüben noch den Fermenter vielleicht aufbaue. Aber egal. Lightweg und so, die stehen hier eh ein bisschen blöd. Und hier muss jetzt ein Parkplatz. Aber es ist ja trotzdem mit so einem Punkt, oder? Hof B1 und stoppen. Es gibt natürlich auch die Leute, die, so wie einige, ne, wie gerade schon, ich habe in allen Hallen Parkplätze, wo sie tatsächlich in die Hallen reinfahren. Ne? Die Holzpalette. Kommt dahin, wo du auch Hackschnitzel abkippen kannst. Steht hier sogar auf dem Schild, aber sieht keiner, ne? Weiß nicht, vielleicht muss ich da noch ein großes rotes Ausrufezeichen neben machen. Warenannahme Paletten. Ich habe extra so ein Symbol genommen, weil ich keine Lust hatte und dachte, na, in Zukunft, ich muss ein bisschen schlanker halten. Dieses kann ich ganz häufig verwenden. Wenn ich jetzt dann noch wieder ein Foto drauf mache, von der Holzstammpalette, dann ist es wieder ein individuelles Schild, was ich so gut wie eben nur hier benutzen kann, ne? Und dann, ja, kennt es. Die Produktion nachher wieder ein eigenes Schild und so weiter zu basteln, das ist immer wieder hier eine Minute, da 5 Minuten, hier eine Minute, da 5, da 10 und noch wieder und so weiter. Ihr wisst, das ist mega mega. Aber das ist tatsächlich, da muss man irgendwo ein bisschen zeittechnisch, irgendwo muss man ein bisschen Zeit auch mal sparen. Deswegen habe ich extra so ein allgemeingültiges Schild gemacht. Ich habe schon extra so ein bisschen überlegt, dass ich solche Schilder mache, wo bei Paletten haben wir halt diesen LKW und bei Schüttgut habt ihr es auf der anderen Seite vielleicht gerade eben gesehen. Jetzt laufe ich noch einmal wieder schnell rum. Durchfallen ist natürlich auch ja, immer schön. Und bei den anderen hier waren an einem Schüttgut, ist halt dieser andere LKW. So dachte ich das und so werde ich das Prinzip eigentlich auch handhaben.
So, auf jeden Fall habe ich jetzt eine. Nee, wie ging das jetzt? Das konnte ich doch jetzt einfach ziehen, ne? Ich konnte jetzt einfach sagen, ich nehme hier Hof P1 in Hof rein, ne? Das ist schon mal nicht so schwer gewesen. Mal kurz gucken, deine Flughelfer wird ja nicht mehr arbeiten. Dann spult die Zeit jetzt noch ein bisschen vor, denn ich möchte heute Abend noch, wenn es dunkel wird, die letzten Paletten verkaufen, die wir hier haben. Da habe ich so ein bisschen so einen kleinen Überblick, was das Sägewerk jetzt an einem Tag, einem Monat, was bei mir zwei Ingame-Tage sind, erwirtschaftet hat. Normalerweise ist es ja proportional, ne? Wenn ihr nur einen Tag pro Monat spielt, müsste es eigentlich das gleiche gegeben haben, in der gleichen Zeit. Denn es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen einfach zu viel, was dabei rumkommt. Aber natürlich wieder muss man sagen, die Leute, die dann irgendwie 5 Tage oder sagen wir einfach mal 4 Tage für einen Monat spielen, das schon wieder ziemlich langsam dann, ne? Die Meldung ist einfach, das ist nur ein Bug. Das ist ein Giants-Bug, würde ich sagen. Ich kann es nicht beeinflussen, das ist ein Giants-Bug. Da werden auf jeden Fall Holz angenommen. Und wenn du das Holz da hast, dann wird es auch weniger, die Palette. Das wird mir auch angezeigt. Lass dich davon nicht verwirren. Obwohl es verwirrend ist. Aber manchmal ist LS verwirrend. So, dann sind wir im April. Wie macht ihr das denn mit dem Grasschnitt, die Leute? Würdet ihr das jetzt schon mähen oder wartet ihr noch, bis es noch ein bisschen mehr gewachsen ist? So, wir haben tatsächlich mit Abschluss dieser Flugmission hätten wir genug Geld für den Fermenter. Würde mal in die Silageproduktion übergehen. Natürlich auch aktuell nur um Silage zu verkaufen. Von der BGA sind wir noch weit entfernt. Aber man hätte es schon mal, ne? Kann in Zukunft Gras gut verarbeiten. Denn ja auch mit Hilfe von Kursplay später eigentlich auch automatisiert, ne? Mit dem Sammelwagen. Also, ne, warte, Gras 4 Monate. Ich warte bei Gras immer 4 Monate. Aber das heißt, also, es ist jetzt gewachsen. Das ist, ja, ich sehe es ja dann, ne, ob im April noch eine Wachstumsstufe rübergeht. So, wenn du Grasmaske, am besten die Wachstumskarte mach. Erntereif raus. Ah, okay. Auf dem Fenster runter verfault, das hast du am meisten Ertrag. Muss ich gleich mal gucken. Was soll das denn sein? Verdorrt, verfault? Macht ja auch Sinn, ne? Gut zu wissen, aber. Ja, Achim, der Hacker, ne? Ne, ist nicht richtig. Also das wird jetzt ja optisch wird's mehr als erntereif angezeigt. Das hatten wir aber eigentlich schon von Anfang an gesehen. Dass optisch auf dem Feld sich definitiv auch noch was ändert, ne? Das sieht nach anders aus. Müsste es zumindest.
Aber es ist eine Mission. Ich kann den Tag noch nicht komplett rumlaufen lassen. Wir müssen erst noch mal abchecken. Prozent. Oh ja. Vertrag. Aktivieren. Düngen auf 53. Rechts am Feld 9 war da was. So, rechts, ne, rechts Feld 9 macht ja keinen Sinn. So, du meinst. Ach so, ja, okay. Ränder meinst du hier? Ups. Nichts passiert. Das machen wir gleich. Machen wir nochmal den großen Verkauf und dann, ja, ist nur ein grober Richtwert. Dann werde ich wahrscheinlich überlegen, das Sägewerk ein bisschen anzupassen in den Produktionskosten und vielleicht auch in der Produktionsgeschwindigkeit. Wir wollen Geld damit verdienen, es soll aber nicht zu krass overpowered sein, dass man nach einem Jahr das Sägewerk schon doppelt verdient hat. Das ist dann zu viel. War das so? Ne, das 57? Was war das? Hä? 53. Los. Aber wir finden es im Weg. Das liegt an Giants. Gibt aber wohl diesen komischen Trick, man kauft das Grasfeld, striegelt es und verkauft es wieder. Ach, der Motto findet den Fehler, aber den muss man bei Giants tatsächlich suchen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch so viel kriegen, dass da noch eine mehr kommt. Ja, Spanplatte Sport auf jeden Fall noch. Die anderen wahrscheinlich nicht. Wird knapp. Dann sehen wir auch beim Holzfäller, das ist noch alles im grünen Bereich, das geht noch. Hier haben wir natürlich auch immer die ganze Zeit noch diese teure doppelte Produktionslinie mit drin. Also langfristig gesehen ist es wahrscheinlich günstiger, einen zweiten Holzfäller zu bauen, ne? Anstatt den immer auf Vollgas laufen zu lassen. Kurz, weil die Nacht ja eh schnell rumkriegen. Aber der Monatsabschluss. Mal sehen, wir kriegen nämlich schon 11, kriegen wir doch noch ein paar Paletten hier. Mal Bretter kommt auf jeden Fall noch raus und Leerpalette müsste auch gerade noch mitgehen. Das wird dann rechtzeitig vor Mitternacht, genau. USB-Platte geht auch noch, komm. Jetzt muss ich aber in den verbleibenden Restminuten einmal zum Baumarkt und unser. Ach, jetzt ist das komisch wieder, ne? Aber den Spaß verkaufen. Bis zum und ab geht's. Ja, ein Holzfäller reicht aber nur, wenn ich beides aktiv habe, ne? Aber stimmt schon. Also ich würde schon tendieren, dass man zwei Holzfäller braucht und die beide mit Vollgas bedienen muss, um ein Sägewerk voll bedienen zu können. Ne?
Dadurch alleine verursacht man natürlich schon mal deutlich mehr laufende, also verdoppelt man schon die laufenden Kosten im Holzfällerbereich. Inklusive natürlich Rohstoffe. Nicht nur die Produktionskosten laufen, ja, sondern auch eben auch Kraftstoff und so weiter, was man einkaufen muss. Muss nachher auch alles noch irgendwo handelbar bleiben, natürlich. Aber ich glaube, da stimmen die meisten zu, oder? Zwei Holzfäller für ein Sägewerk. Macht noch ein bisschen mehr Sinn als ein Holzfäller. Oder natürlich ein Holzfäller und man macht regelmäßig selber auch noch Holz. Insgesamt aber auch die Produktionslinie vom Sägewerk kann schon ein bisschen mehr Geld kosten, wenn sie aktiv sind. Wenn ich hier jetzt sehe, dass wir irgendwie 250.000, 300.000 Einnahmen gemacht haben in 2 Ingame-Tagen, einen Monat. Und nur Produktionskosten haben von, ich sag mal, 20.000. Kann auch noch ein bisschen ausgeglichen werden. Also natürlich will ich nicht runter auf das Giants-Niveau. Auf der Marsch wollen wir insgesamt schon ein bisschen mehr Geld bewegen, weil wir es auch langfristig immer so gemacht haben und auch das auch brauchen, einfach durch die Produktion, die auch hier was kosten und nicht einem geschenkt werden. Durch die Feldergröße, durch die Anzahl und so weiter der zu erwartenden Erträge in der Ernte. Zeit, glaube ich, noch einen Knopf runter machen. Dann schaffe ich es nicht bis Mitternacht. Drei produzieren zu viel. Merkt man jetzt ja bei mir. Ein Holzfäller mit beiden Linien aktiv. Funktioniert. Deckt gerade den Bedarf vom Sägewerk. Dann kommt natürlich eigentlich meine Stromidee noch dazu. Die ja auch ein bisschen Kosten verursacht, logischerweise. Und auch irgendwo sich mit reinrechnen muss. Wartung habe ich da noch nicht. Ist natürlich auch eigentlich immer ein Faktor wieder. Verschleiß, Wartung, was auch immer. Ich sag mal, Betriebshilfsmittel oder keine Ahnung. Personal. Gibt es auch einen Schichtbetrieb. Ja, mal gucken. Zeltstoff soll ja auch bald. Also ich muss wie gesagt. Bald. Aber jetzt sehen wir, ich habe jetzt den ganzen März das Sägewerk wirklich laufen lassen, den Holzfäller auch. Alles aktiv, alle Schienen waren aktiv, nichts war pausiert eigentlich. Wenn höchstens minimal kurz kein Holz Anfang März, also in der Nacht noch der letzte Rest. Wo ungefähr kommt es hin? Dann kann man hier jetzt sehen, gleich in der Statistik, wie viel Geld hatte ich jetzt in einem Monat verdient, wie viel Betriebskosten hatte ich in einem Monat. Und ich meine, im nächsten, im April, na gut, wenn ich den Fermenter kaufe, verfälscht sich schon das Bild, ne? Der ja dann auch später irgendwie Strom braucht. Irgendwas immer. Heißt aber, Kontostand ist schon wieder ganz nice hier. 83.000 haben wir hier nochmal verdient. Und das Flügen ist fertig. Ist ja auch schön. Ich glaube, ich schließe es gleich ab. Dann haben wir das auch erledigt heute. Das ist ein Sturz. Also voll gelöscht. 529.000. Und unsere Finanzen. Nehmen wir das Finanzsymbol, ne? So, verkauft. Wo sind wir denn? Also Betriebskosten. Das ist. Oh, Produktionskosten 11.800 circa. Okay, nochmal, warte mal. Ich spule jetzt nochmal vor, dass wir im April sind. Das ist ja sonst alles Quatsch. Nee, Kuhstelle und Kuhstelle kann man nicht verteilen, man kann nur auf Produktion verteilen, das hatten wir vorhin schon. Schön wär's, aber das funktioniert mal leider technisch nicht. So, jetzt ist ja nochmal abgerechnet worden. Also, der Monat, Produktionskosten 11.800. Ja, ne?
Verkaufte Produkte 287.000. Und wir haben, ja, also mindestens die Hälfte von den Kosten Kraftstoffe sind dem Holzfäller zuzuordnen. Und das war's dann auch schon, ne? Das Sägewerk selber hat ja gut 1,1 oder was Millionen gekostet. Mit dem Holzfäller zusammen 1,3 Millionen. 1,4. Hat sich praktisch nach 5 Tagen habe ich das alles schon, also nach 5 Monaten hat sich das alles gerechnet. Ist zu früh. Also werde an mehreren Stellschrauben, glaube ich, noch ein bisschen was ändern. So, dass es nachher alles ein bisschen stimmiger wird. Jo, macht nichts. Ist nicht schlimm, ist gut zu wissen. Ist das erste Mal, dass ich das auch tatsächlich mal ein paar Monate alles aktiv laufen lassen. Auch mir fehlte vom Urlaub logischerweise die Zeit und jetzt merke ich denn sowas und ihr habt es ja auch schon bestätigt. Da kann ruhig noch ein bisschen was gemacht werden. Gut. Haben wir noch mal was gesehen zum Schluss von heute. Nächste Folge. Nächster Stream wird wahrscheinlich, also wird es geplant, ist es für die Twitch-Leute am Sonntag, ne? Sonntag mal wieder ca. 10 Uhr wahrscheinlich. Und dann je nachdem 3-4 Stunden, muss ich mal gucken. Und ja, dann eigentlich am Sonntag auch das Urlaubsvideo. Vielleicht mache ich das zum Ende des Streams oder während des Streams, weiß ich noch nicht. Willkommen, wenn du, ja, wir werden sehen. Und ja, ansonsten YouTube-mäßig nächste Folge, glaube ich, nächster Tag oder so. Von daher vielen, vielen Dank für den Support, die Leute. Euch noch einen schönen Abend, angenehme Nacht, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.